Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind ja diesmal nicht in Lübeck zurück, sondern in Bremen, wo wir etwas kompliziert hier unsere Armee hingebracht haben. Allerdings ist mir inzwischen eingefallen, dass ich ja wieder vergessen habe, dass wenn man Armeen stationiert am Kriegsbeginn auf ein Territorium, wo man nur Militärzugang hat, dass sie dann als exiliert gelten. Das heißt, wir werden von dort aus gar nicht angreifen können, sondern erstmal zurückmarschieren können, was auch die Frage ist. Wie wir da jetzt überhaupt zurückkommen. Tja, das ist jetzt eine ziemlich blöde Situation. Ich hoffe mal, dass Pferden irgendwie Militärzugang an unsere Kriegsgegner gegeben hat, sodass wir da durchmarschieren können. Ansonsten weiß ich auch nicht. Wir versuchen es einfach mal. Was ich noch tun möchte, ist die Transportflotte nach Lübeck bringen. Nicht, dass sie noch beschädigt wird. Und unsere leichte Flotte... Da werden wir mal die Mission abbrechen und sie in Stellung bringen. Denn Münster hat ja hier immerhin auch 7 leichte Schiffe. Allerdings ohne Anführer. Und ich hoffe, wir können sie da direkt stellen, wenn es losgeht. So, dann müssen wir hier noch... Ja, unser Conquistador ist soweit angekommen. Sie haben sie auch wieder erholt. Das heißt, wir können sie wieder auf die Schiffe stecken. Und dann denke ich, fahren wir sie mal vor die Küste von Yavapai. Und besuchen gleich mal... die Hauptstadt dieses Indianerstamms. Klopfen da mal freundlich an die Tipi-Tür oder so. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Okay. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Gut. Also, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Doch, eine Sache wollte ich noch tun. Ich wollte, bevor wir hier mit dem Krieg beginnen... Na, ah, genau, das wollte ich euch erzählen. Ihr fragt euch jetzt, warum erhöhe ich denn jetzt die Stabilität? Wäre auch besser, das nach der Kriegserklärung zu machen. Ja, 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 ja. Es ist was Schönes passiert, was Überraschendes. Hätte ich, ein verrückter Zufall eigentlich, jetzt wo wir uns entschieden haben. Und zwar Sachsen-Lauenburg hatte es offenbar in der Zwischenzeit geschafft, hier einen Anspruch zu generieren. Das heißt, wir können diesen Krieg führen, ohne einen, ja, mit Kriegsgrund, ohne Stabilitätsrückgang, in Kauf nehmen zu müssen und vor allem auch ohne, dass jetzt Bosnien noch mit einsteigt als Kaiser, was sehr erleichternd ist, finde ich, hier ja eine legitime Begründung zu haben. So, was ist denn das? Werden sieht Lübeck nicht länger als Rivalen an. Das ist ja natürlich eine interessante Entwicklung. Das heißt, Pferden heißt es übrigens, nicht Werden. Das heißt, wir könnten hier auch nach Militärzugang anfragen und dann klärt sich das Dilemma. Sehr hervorragend. Währenddessen ist Würzburg ausgeschieden, Separatfrieden. Wir werden hier... Warum geht das nicht? Ja, Rivalität, ich denke, es ist gerade vorbei. Müssen wir wahrscheinlich noch einen Tag warten oder so. Jetzt geht's, jetzt. Oder nächster Monat vielleicht. So. 22/26. Oh Mensch, ich möchte da jetzt gerne einen Militärzugang bekommen. Dann macht das auch für unsere Vasallen das einfacher. Wir müssen das jetzt irgendwie nochmal hinkriegen. Wir werden mal die schnelle Variante nehmen. Wir werden einfach mal ein kleines Geschenk bringen. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wir nehmen mal 50. Ich hoffe, das reicht. Wird sehr geschätzt. Jetzt müssen wir leider einen Monat warten, ehe wir einen Diplomaten hinsenden können. Ach Mensch, das dauert alles. Das dauert alles. Na gut, noch ist ja auch unsere Transportflotte nicht wie geplant im Hafen. Wo ist die denn eigentlich? Doch, die ist schon da. Habe ich mich verguckt. Oder sie ist gerade angekommen. So, und was ist mit euch? Ihr seid auch noch nicht da. Was hat sich denn überhaupt getan? Köln, Bremen... Okay, Litauen hat Krim als Rivalen und Pferden hat Oldenburg. Das passt schon ganz gut jetzt, diese Aktion. Hauptsache unsere Verbündeten ziehen mit, weil jetzt klappt das natürlich nicht mehr, dass wir hier gleich die Oldenburger Armee vernichten können oder erledigen können. Das heißt, es wird ein zähes Ringen, vermute ich. Münster wird ja selber durchaus eine große Armee haben. Dann kommt noch Aachen dazu. Offenbar haben die Einprovinzler derzeit so 7000 Mann. Das sind 14.000 und dann... Oh Gott, ich will gar nicht dran denken. Es kann gut sein, dass die mehr Soldaten hier kriegen als wir. Na, mal sehen. So, wann können wir jetzt unseren Diplomaten wieder senden?
Jetzt geht's nämlich. Boah, jetzt würde es sowieso gehen. Warum ist das jetzt nur noch minus 8? Jetzt können wir es auf jeden Fall. Okay, wir kommen der Sache näher, Leute. Ein bisschen Geduld mit mir. Es ist jetzt erstmal genehmigt. Wir gehen jetzt zurück nach Lüneburg. So, und wenn wir da sind, dann kann es eigentlich losgehen. Ich schaue mal ganz kurz, wo ist die Flotte? Die sehe ich gerade nicht. Vermutlich ist sie hier irgendwo. Fahren wir mal hier so locker lang. Und dann ist es jetzt soweit. Ne, noch nicht ganz. Wir können nämlich hier den Conquistador ausladen. Wie gesagt, hier soll er rein. So. Also jetzt. Krieg erklären. Eroberung von Ostfriesland. Sehr schön. So, Schweden. Ja, Land geben ist sowieso Quatsch. Das Problem sind nach wie vor die Schulden. Ohne Schulden wäre es minus 25. Ja, Kriegsmüdigkeit ist auch noch das Problem. Also die sind im Moment nicht kriegswillig. Wir machen es ohne sie. So, Sachsen-Lauenburg, Mecklenburg, alles gut. Jetzt hoffe ich, wie gesagt, dass sie jetzt uns folgen. Sonst sieht es ein bisschen blöd aus. Oder, warte mal, wir gucken erstmal uns hier die Armeestärke an. Achso, nee, die haben noch gar nicht ihre Verbündeten im Krieg. Das müssen wir noch abwarten. Jetzt ist es soweit. 18.000 zu 20.000, 3.000 zu 6.000, 1.000 zu 4.000. Ziemlich ausgeglichen, muss man mal sagen. Hier kommt es also wirklich darauf an. Dass die Generäle gut kämpfen und so weiter. So, und vor allem, dass wir überhaupt unsere Truppen dort in die Nähe hinkriegen. Wir gehen mal nach Start und hoffen, sie folgen uns. Aber sie folgen uns nicht. Was ist denn das bitte? Aha, erstmal kommt es zur Schlacht mit der Flotte von Oldenburg. Hier ist die Flotte aus Münster. Das ist immerhin erfreulich. Und es gibt einen neuen Kaiser, Stepan Ostojic der Zweite. Also Bosnien hat es auch bei der Wiederwahl geschafft. Sie haben Trier, Sachsen und Mainz und Köln auf der Seite gehabt. Also für Österreich hat nur Brandenburg gestimmt, interessanterweise. Böhmen hat für Braunschweig gestimmt und Pfalz für Polen. Na gut. Bosnien bleibt Kaiser. Und was ist das? Wir stehen hier wirklich erbärmlich alleine rum. Leute. Kommt doch mal und helft mir. Ich habe doch hier auf Anschluss erlauben gemacht. Das stimmt alles. Entschuldigt. Und hier ist unterstützend. Kann ja nicht wahr sein. Die bewegen sich nicht. Das heißt, wir müssen erstmal hier warten, bis sich was tut. Vielleicht bis wir selbst angegriffen werden. Ich weiß es nicht. Neuer Herrscher in Mecklenburg. Heinrich der V. von Metz. Das scheint auch eine neue Herrschergeneration hier. Herrschergeschlecht zu sein, wollte ich sagen. So, der ist jetzt angekommen. Hier. Bei den Indianern, so sehen sie aus. Die, wie heißen sie nochmal? Yavapai. Und jetzt hat er sich aber frechter vorgestellt. Und jetzt beginnen wir mit der Suche nach den 7 Städten. Und ihr habt 100%. Wow. Schafft ihr gleich den Weg zurück nach Hause? Ja, ne? Komm, das schaffen die. Da brauchen wir jetzt keinen Flottenzugang mehr. Werden wir jetzt direkt nach Hause beordern und werden dann mit spanischem Mumper die Sache jetzt beenden. Aufkündigen. Okay. So, weiter schauen wir hier sehr aufmerksam. 6 Schiffe erstmal erledigt von Münster und Oldenburg. Das ist gut. Wo ist der Feind? Und warum bewegen sich unsere nicht? Danzig ist aus dem Krieg genommen. Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Danzig war mit im Krieg gegen Frankreich. Zum Glück nur Kriegsreparationen. Nicht irgendwie was Schlimmeres. So, jetzt liegen wir immerhin schon mal vor Anker. Und riegeln Ostfriesland ab. Aber Mensch,
was machen wir denn da? Können wir vielleicht hier irgendwas anderes ihnen sagen? Vielleicht mal aggressiv? Vielleicht marschieren sie dann nach vorne? Geht doch mal los jetzt einfach. Es passiert nichts. Es passiert nichts. Wir müssen echt warten, bis der Gegner kommt. Oder was? Es ist ein Trauerspiel. Ich meine, mit 12.000 Mann braucht man da nicht aufzulaufen. Und jetzt haben sich die Armeen auch sehr schön verbündet. Jetzt haben die echt ihre maximale Kapazität erreicht. Meine Herren! Aha! Die Mecklenburger bewegen sich. Immerhin. Ach, nach Wismar geht ihr. Das ist ja erfreulich. Ich habe euch auf aggressiv gestellt und ihr geht nach Wismar. Was haben wir hier? Jetzt geht's los mit den Erkundungs-Events. Schneller, Trödler. Die Jetupischen von Trollipolli haben unsere Expedition nicht gerade freundlich behandelt. Diejenigen, wir gehen mal immer hin, wenn da was ist. Nee, hier hin zu der Armee. Wo seid ihr denn jetzt? Aha, hier, Trollipolli, so heißt das eigentlich. Diejenigen, auf die wir trafen, versuchten in der Nacht unsere Waffen zu stehlen. Bei dem Streit wurden zwei Jetupischen getötet. Unsere Mannschaft gelang die Flucht und sie legten 160 Kilometer an einem Tag zurück, bevor sie es wagten, ein Lager aufzuschlagen. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Jetupischen wieder hinter ihnen her sind. Mit einer entsprechenden Ermutigung könnte unsere Mannschaft die Kraft finden, diesen Marathonmarsch zu wiederholen. Flieht, ihr Narren! Boah, verliert 50 administrative Macht. Toll. Und jetzt ist hier in Trollipolli ist Abkürzung angesagt. Das nutzt uns aber gar nichts. So, wir widmen uns wieder diesem Trauerspiel. Ich glaube, unser Bürgermeister wird gleich richtig sauer und entlässt den General, weil sie hier gar nichts tut. Nürnberg Separatfrieden. Litauen hat die Schulden von Würzburg beglichen. Das lässt mich jetzt mal schauen, wie stehen wir eigentlich jetzt in Litauen da? Stichwort Bündnis. Ja, was? Achso, ja, wir befinden uns im Krieg, aber ansonsten 37 minus 62 hat sich ein bisschen verschlechtert. Ach Leute, wir gehen mal weiter in die Richtung. Irgendwann müssen die doch mal mitziehen. Seid doch mal jetzt kommt die Armee. 11.000 Mann nach Bremen. Vielleicht ist das der Grund, jetzt mal zu kommen. Ich stelle euch mal wieder auf unterstützend. Anschluss erlauben habe ich. Jetzt kommt doch mal. Der Gegner kommt und ihr tut nichts. Das ist unfassbar. Warum ist das eigentlich... Ja. Oh nein, 7.000 kommen hinterher und die tun echt nichts. Können wir noch fliehen? 24. Oktober. 20. Ich fasse es nicht. Wir werden jetzt hier eine Schlacht schlagen. Ohne unsere Verbündeten... Hallo, bewegt ihr euch mal? Wozu seid ihr denn da? Wozu seid ihr gut? Das ist doch unfassbar. Jetzt bewegen sie sich. Jetzt, wo die Schlacht schon läuft. Oh mein Gott. Das wird doch nichts, oder? Valentin Ackermann. Valentin Ackermann. Gegen Dennis de Kirchheim, der verdammt gut ist. Besser ist als Ackermann. Ich hoffe auf einen guten Mecklenburger. Balthasar Seeland. Vor allem hoffe ich, dass die da sind. Bevor jetzt auch noch die 7.000 kommen. So, jetzt sind sie hier, die 12.000 Starter am 31. Oktober. Wir müssen noch eine Woche aushalten, 6 Tage, bis Verstärkung kommt, während die schon am 25. da sind. Das wird ganz, ganz hart, Leute. Und wir kämpfen auch noch beschissen. Entschuldigt mal die Wortwahl. Oh nein, jetzt sind sie da. Ein Teil zumindest. Die sind am nächsten Tag da. Jetzt sieht es vielleicht ein bisschen besser aus. Bisschen besser aus. Jetzt haben wir Balta. Der hat Fernkampf 4. Naja, Nahkampf vielleicht ein bisschen wichtiger. Okay. Trotzdem, wir haben wieder Hoffnung geschöpft. Wie sieht's aus? Ah, der Kirchheim kämpft so gut. Unfassbar. Unfassbar. Wisst ihr was, Leute? Ich beginne direkt mal damit, hier Söldner zu rekrutieren. 2 Freischütz, 1 schwarze Reiter. So geht das nicht weiter. Ich meinte, ich möchte jetzt nicht fliehen. Ich möchte jetzt einen Grund haben, warum wir unser General rausschmeißen. Und der Bürgermeister, also wird wahrscheinlich sogar geköpft. Bei dieser erbärmlichen Leistung. Oh Gott, da kommen noch diese nächsten 7.000 auch aus Aachen. Das ist ja echt ein Debakel hier.
Es ist ein Debakel, kann man nicht anders sagen. 7000, 8600 Verluste der Gegner, 5700. Naja. Naja. Hauptsache, sie folgen uns jetzt. Also das muss man sagen, ein Großteil dieser Niederlage ist dadurch verursacht, dass sie einfach zu spät losmarschiert sind. Das hätte besser laufen müssen, muss man einfach mal so sagen. Wenn wir von Anfang an mit dem guten General gekämpft hätten, naja und so weiter, hätte, Fahrradkette. So, sie verfolgen uns auch noch fies, wie sie sind, feige, wie sie sind. Wir ziehen uns alle nach Stralsund zurück. Oh, verdammt. Und unsere Söldner sind jetzt hier, erscheinen in einem sehr ungünstigen Moment, habe ich das Gefühl. Ich würde mal sagen, wir bringen sie mal auf die Schiffe. Da sind sie sicherer. Wobei, am besten wäre es, wenn wir sie nur auf ein Schiff bringen, ne? Nochmal zurück. Ist ja nur ein Söldner erstmal. Ist jetzt ein bisschen Micro, aber das muss, glaube ich, sein. Um das jetzt hier abzusichern. Diesen Kram. So, in 4 Tagen kommt die nächste Rekrutierung. Dann schicken wir das nächste Schiff los. Ihr könnt jetzt schon mal hier an Land gehen. So, da ist er. Schnell die Flucht auf hohe See. Wieder nur ein Schiff nehmen. So. Wieder einschiffen. Wieder das eine Schiff auswählen. Wieder rausfahren. Und so machen wir das Spielchen weiter. Und dann hoffen wir, dass die nächste Schlacht besser läuft. Und was ist jetzt hier los? 73.000 Franzosen kommen gleich in Wismar an. Oh Gott. Gott sei Dank haben wir damit nichts zu tun. Kämpfen die jetzt echt gegen die Russen? Na gut, wir haben jetzt echt andere Sorgen. Aber wer weiß. Vielleicht können wir das ja wirklich noch nutzen. So, hier ist der nächste angekommen. Den wir da auch rausbringen. Und dann müssen wir die beste Gelegenheit uns suchen. Vielleicht diese Armee wäre eine Möglichkeit. So, Litauen beseitigt die Schulden von Nürnberg. Jetzt tun wir mal hier alle zusammen. Wir haben schon wieder 17.400. Jetzt müssen wir noch ein bisschen auf Moral achten. Und ich glaube, wir können... Oh, was haben wir jetzt? Überwintern unter den Eingeborenen. Ja, das ist immer so ein bisschen ein retardierendes Moment jetzt. Aha. Okay, das ist alles noch Teilgebiet der Yavapai. In der Provinz Fiduri traf unser Konquistador auf Eingeborene, die sich als so freundlich und einladend erwiesen, dass er das Gefühl für die Zeit verlor, die er bei ihnen verbrachte. Seine Expedition war gezwungen, den Winter mit ihren eingeborenen Freunden und Verbündeten zu verbringen und baute dabei entsprechende Beziehungen auf. Ja. Oh, Yavapais Meinung über Lübeck hat sich um plus 100 geändert. Wow, das ist aber enorm. Das ist aber wirklich enorm. Leider lassen sie uns deshalb trotzdem nicht dort siedeln. So. Ich hatte ja gesagt, Valentin Ackermann, der wird irgendwie enthauptet oder sowas. Auf jeden Fall wird er suspendiert. Und der Bürgermeister, der wird sich jetzt selber zum Militärbefehlshaber ausrufen. Sowas wird er nicht nochmal akzeptieren. Wilfried... Jawohl, würde ich mal sagen. Wilfried Imbeck. Ich glaube, du... Naja, du machst das vielleicht besser. Außerdem hat er noch seinen Bonus inspirierend, plus 5%. Ja, die Hoffnung keimt bei den Lübeckern. So, und der neue Papst ist loyal gegenüber Ferrara, was diese italienische Macht weiter stärkt. So, und wir haben jetzt hier unseren Reiter auch noch. Den, glaube ich, den können wir einfach schnell so dahin schicken. Und dann schauen wir mal. Wir haben den 1. Januar 1566. Holstein und Lauenburg wird belagert. Wir haben immerhin jetzt schon mal 20.000 Mann wieder zur Verfügung. Die Moral steigt langsam. Ich weiß nicht, ob der Februar ausreicht, aber wir werden schon mal nach Wismar marschieren. Ich denke, das können wir uns erlauben. Und dann gucken wir mal.
Frieden mit Württemberg, der nächste Separatfrieden. Eigentlich wollen die doch nur Elsass haben, ne? Müssen die echt dafür gegen Russland ziehen? Kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. So, sie kriegen jetzt Schiss. Sie ziehen sich hinter die Elbe zurück. Wir müssen auf jeden Fall... Na, wir lassen noch mal bis in den Februar laufen. Jetzt, 1. Februar. Die Moral ist noch nicht vollständig. Aber ich tendiere jetzt dazu, über Lübeck hier in Richtung Holstein zu ziehen und Dennis de Kirchheim noch mal zu schlagen. Ich meinte, Rache ist süß, würde ich sagen. Und unser Bürgermeister hat nun wirklich noch eine Rechnung offen. Also, wir werden sehen, was da passiert. Bleibt dran. Es wird auf jeden Fall interessant und knapp, vermute ich. Ja. 5000 Reiter bei uns, 3000. Da hat sich noch nicht viel getan. Gut, also bis dann, macht's gut. Euer Steinwall.